Dann würde ich ganz gerne wirklich 5 Minuten versuchen, auch wenn mir klar ist, ich möchte nicht als diejenige, die auf die Zeit aufpassen muss, jetzt die Diskussion irgendwie behindern. Ich bin aber überzeugt, dass wir diese Diskussion noch lange führen werden, auch an anderen Orten darüber noch genug Platz sein wird, darüber in die Tiefe zu gehen. Wir können an der Stelle nicht in die Tiefe gehen, aber wir wollen doch sicher 2, 3 Fragen stellen. Für die, die später dazugekommen sind, wer sich zu Wort melden möchte, möge bitte seinen Namen in den Chat schreiben, hier auf Zoom oder auch über die YouTube-Kommentare. Herr Wenzel hat sich zu Wort gemeldet. Ja, vielen Dank. Georg, vielen Dank für deinen Vortrag oder die Kurzfassung davon. Ich will nur ganz kurz zurückfragen. Ich stimme dir in fast allem zu, nur nicht vielleicht in der Dimensionalität. Ja, wir brauchen eine kirchliche Verfassungsdebatte, aber meine Frage ist, reicht das? Und diese Frage zielt auf das Thema, das hier im Chat mitlaufend besprochen worden ist, nämlich auf das Thema der subversiven Praxis. Im Grunde müssten wir jetzt eine Phänomenologie dessen, was wir unter Subversion verstehen, durchführen. Und ich glaube, die Spannung zwischen dem, was du inkriminiert hast, und dem, was andere hier affirmiert haben, ist groß. Ich will mich natürlich dem jetzt nicht hingeben, sondern ganz knapp nur sagen, das, was wir an Aufkommen von Populismus in gefestigten Demokratien in den letzten 10 Jahren bis aktuell erleben, steht ja nicht dafür, meiner Ansicht nach, wie es konservative Kritiker gern sehen möchten, dass die Demokratie gescheitert sei, sondern es steht dafür, dass sie einfach nicht das Nonplusultra ist, dass wir weitergehen müssten. Historisch haben die demokratischen Verfassungsstaaten bestimmte historisch kontingente Erscheinungsformen von Macht einlegen können, aber nicht Macht schlechthin. Im Gegenteil produzieren sie Strukturen, auch demokratisch verfasste Prozeduren, die Machtförmigkeit prolongieren. Nicht? Deswegen, ganz knapp gesagt, brauchen wir subversive Praxis. Wir brauchen aus einem zweiten Grund subversive Praxis. Stellen wir uns doch einmal vor, wir würden es wirklich hinkriegen, die Kirche in einen demokratischen Verfassungsstaat oder in etwas Analoges dazu umzuwandeln. Ist damit wirklich die Sache erledigt? Hieße es dann nur noch sozusagen diese Verfassungsprozeduralität immer weiter zu perfektionieren? Mir scheint, am Ende würde das umschlagen und das Systemische würde systemisch werden, also eine strukturgewordene, aber irgendwie demokratisch verwaltete Unfreiheit. Wir brauchen weiterhin subversive Praxis. Und um eine Hausnummer zu nennen, der Name fiel ja auch schon, die Handlungstheorie von Michel de Certeau formuliert so etwas, weil sie davon ausgeht, dass die Machtinstanzen alle schon besetzt sind, immer schon besetzt sind. Also kann man, wenn man weiterkommen will, auch mit der Gesellschaft der Kirche nur in taktisch subvertierenden Praxen vorangehen, zumal, wenn wir sagen können, dass der demokratische Verfassungsstaat als Ideal auch kirchlicher Verfassung nicht das Nonplusultra ist, wir gar nicht wissen, wohin diese Entwicklung denn weitergeführt werden soll. Sie muss ausprobiert werden, und zwar in einem Modus, in dem keiner schon über ein Wissen verfügt. Deswegen subversive Praxis. Danke. Ich würde ganz gerne noch die nächste Frage direkt dazu nehmen, wenn Ihnen das recht ist, Herr Essen, von Ute Leimgruber. Ja, vielen Dank. Herr Essen, Sie haben ja relativ am Anfang gesagt, dass das Zweite Vatikanische Konzil historisiert werden muss, können wir darüber streiten, und haben gefordert, es braucht Innovationsfortschritte. Stimme ich Ihnen zu, es braucht Innovationsfortschritte. Wenn ich aber Sie am Ende richtig verstanden habe, gehen die dann nur über einen Rechtsdiskurs, weil eigentlich haben Sie ja die Ekklesiologie, so wie sie jetzt ist, oder gelehrt wird, verabschiedet. Und dann frage ich als praktische Theologin, natürlich gibt es nicht auch Innovation über die Praxis? Oder müssen wir da auf die Rechtsdiskurse, wenn wir ekklesiologische Innovation suchen, uns verlassen? Ich mache es wirklich stichpunktartig. Erstens subversive Praxis. Ich glaube, die stärkste Ressource zur Veränderungspraxis in dieser Kirche ist die fortschreitende Delegitimierung der derzeitigen Lehre und Praxis in der Kirche. Und die Klugen unter den Bischöfen bei uns merken das sehr deutlich. Und der Klügste unter ihnen zurzeit ist nun zufällig auch noch
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und er weiß aus seinem Bistum, nämlich dem Bistum Limburg heraus, sehr genau, dass die Delegitimierung der kirchlichen Autoritäten sozusagen eine Zerstörungsmacht hat, die ohnehin nicht weitergeht. Insofern sozusagen die Ressource der Delegitimierung ist genau das, was ja offenbar auch das einzig Positive dieses synodalen Weges ist. Man wollte etwas anders machen als sozusagen diese Tischrunden. Wir sitzen alle in den Foren, die es da vorher schon gab, unter dem damaligen Vorsitzenden Bischofskonferenz. Insofern ist die Delegitimierungsstrategie das Einzige, wie tatsächlich noch Fortschritt möglich ist. Zu dem Stichwort der Verrechtlichung, und da kann ich das von Knut Wenzel und von Ihnen, Frau Leimgruber, zusammengeben. Verrechtlichungsdiskurse sozusagen sind ja nur der äußere Rahmen, der sozusagen ein Regulativ bildet, wo ich immer sagen würde, das ist nur das äußere Gehäuse, was von innen her verlebendigt werden muss. Wir sehen nur sehr deutlich, etwa auch am Beispiel der USA, die Implosion auch verfassungsrechtlicher Grundlagen seit sehr langer Zeit schon und nicht erst seit Trump, dass sozusagen das Gehäuse der Verfassung natürlich auch verfallen kann. Insofern darf man von einer Verfassung nicht zu viel erwarten. Aber dass wir überhaupt sozusagen Verrechtlichung brauchen, ist schon deshalb nötig, um die keimhaften Aufbrüche in kirchlicher Praxis wirklichkeitsgestaltende Macht haben in der Kirche. Ansonsten haben wir das Problem, was wir auch sozusagen mit der wissenschaftlichen Theologie haben, deren Freiheit ja vor allen Dingen bei uns in Deutschland darauf beruht, dass wir Staatsbeamte sind, dass wir ansonsten Paralleldiskurse haben. Und ich glaube, in der praktischen Theologie und in den Praxisorten erfahren wir vermutlich Ähnliches, dass sie sich immer mehr zu Paralleldiskursen, zu Parallelräumen entwickeln, in denen Kirche gelebt wird. Aber das ist nur sozusagen eine Zunahme von faktischem Pluralismus, den man gutheißen muss. Wir haben nicht nur, wie Daniel Buchner sagte, ein Problem mit Konflikten in der Kirche. Wir haben im Moment überhaupt keine Steuerungsmechanismen, Steuerungsstrategien im Umgang mit Pluralität und deswegen einen Horror vor interner Pluralisierung in der Kirche. Ich sehe nur sozusagen, dass allein über das Instrument der Verrechtlichung und damit auch der Verfassungsdebatte es überhaupt möglich ist, so etwas wie Kirche als einer wahrheitsgebundenen Überzeugungsgemeinschaft real werden zu lassen. Das ist nämlich der große Unterschied zwischen einer liberalen Demokratie in einem Rechtsstaat und der Kirche. Dass der liberale Rechtsstaat qua Verfassung die Wahrheitsfrage gerade ausklammert. Der Staat ist nicht mehr an unserer Wahrheit interessiert. Er schützt unsere Grundrechte, damit wir Wahrheit für uns überzeugungsleben können. Während die Kirche nicht darauf verzichten kann, in all ihren Gliedern als eine wahrheitsgebundene Überzeugungsgemeinschaft sich eine Gestalt zu geben. Und das macht die große Differenz aus, die das Demokratiemodell tatsächlich als ein hochkomplexes erscheinen lässt. Ja, Herr Essen, ich möchte ganz gerne noch eine letzte Frage von YouTube aufnehmen, die an Sie persönlich gerichtet ist. Sehen Sie den Kollaps der Kirche? Ja, den sehe ich, weil er zurzeit stattfindet. In aller Ungleichzeitigkeit. Wir sehen in Afrika unglaubliche Zunahme von Konfessionalismus, Fundamentalismus. Wir sehen eine polarisierte, sich fundamentalistisch aufstellende Amtskirche in den USA. Und wir sehen das hier bei uns auch. Der einzige Vorteil ist, dass wir schon so ausdifferenziert sind. Wir haben starke Laienräte und so weiter. Und es gibt noch Interaktionsmöglichkeiten, die es sonst nicht gibt. Aber ja, der Kollaps ist da.